Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Exitbox von Apecrime. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Exit von Apecrime aus dem Jahr 2017. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ hohe Box, in den Farben schwarz und hellgrün, neongrün. Auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir hier die zwei Buchstaben, das Logo von Apecrime, also dieses A und das C. Ansonsten in schwarz gehalten, hier mit grünem Rahmen. Und dann rechts unten lesen wir noch den Albumtitel Exit. Dieses Neongrün zieht sich dann hier unten weiter. Auf der rechten Seite haben wir auch wieder das AC abgebildet. Oben lesen wir Apecrime. Auf der linken Seite wieder dieses AC und auf der Rückseite haben wir lediglich einen Barcode. Gut, auf der linken und auf der rechten Seite haben wir so eine kleine Aussparung, dafür, dass man den Boxdeckel hier schön hochheben kann. Also der Boxdeckel abnehmbar und von innen schwarz gestaltet. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier 1, 2, 3 Sticker. Und das Album an sich, das Ganze in so einem Einleger befestigt, den wir hier herausnehmen können. Und darunter kommt dann ein weiterer Boxinhalt zum Vorschein, nämlich die Actionfigur oder die Spielfigur. Diese ebenfalls in so einem Einleger befestigt, dieser in der Box festgeklebt, lasse ich in dem Fall mal drin. Machen wir auch wieder diese Ebene mit rein. Mir die Box mal zur Seite. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier wieder das A und das C zu lesen. Heftige Landschaft. Also wir sehen hier einen blau-weißen Himmel. Diverse Bergketten, schneebedeckt. Und dann haben wir hier so einen Spalt, so einen Lichtstrahl. Und in diesem befinden sich drei Personen, die drei Mitglieder von Apecrime voraussichtlich. Auf der Seite lesen wir auch Apecrime Exit. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 13 Stück an der Zahl. Stolz Videoversion. Wir haben die Instrumentals, aber keinerlei Features, so wie es aussieht. Und hier unten dann noch klein abgedruckt die Credits. Gut, das Ganze ein Digipack lässt sich hier dann aufklappen. Ich habe gerade gemerkt, dieses AC ist etwas angeraut, also das Cover an sich sehr glatt, aber hier die Buchstaben A und C spürt man deutlich, wenn man drüber fährt, vielleicht hört man es sogar, dass das hier so leicht reibt, also die A und die C Symbole hier so mit so einer rauen Oberfläche, sehr interessant gemacht. Okay, und auch rundherum dieser Rahmen hier ebenfalls so angeraut, spannend. Gut, hier auch wieder das A und das C zu lesen. Und dann haben wir hier einmal die Exit-CD, dann die Instrumentals und natürlich Booklet und einen Tourflyer. Schauen wir uns mal kurz das Booklet und den Tourflyer an. Also, das die Tourdaten zur Exit-Tour 2017. Rückseite weiß, so sieht das aus. Und dann haben wir ein Booklet, auch hier wieder das Cover. AC auf der letzten Seite. Hier haben wir die drei Mitglieder aufgelistet, André, Cengiz und Jan. Und dann haben wir hier diverse Fotografien und dann noch Zitate aus einzelnen Songs. Alles, was früher mal wichtig war, wird einem irgendwann egal, aus dem Track egal. Alle haben eine Meinung, wenige haben Ahnung, sei doch mal ein guter Mensch, nur für einen Tag, aus dem Track Suckers. Schöne Fotografien, immer auch interessant gestaltet hier mit diesem Lichteffekt und diesen Blenden. Du bist so hübsch, du stellst sogar meinen Wagen in den Schatten. Okay, on off. Dann haben wir hier noch eine Danksagung und Credits. Und was mich bei der Danksagung interessiert oder jetzt neugierig macht, wir haben hier einmal Friedrich Kautz, das ist der bürgerliche Name von Prinz Pi.
Prozent. Okay. Also er dürfte da irgendwie mitgewirkt haben, auch wenn er nicht gefeatured wurde. Und das hier, also Benjamin Bistram, ist ja der Produzent von Prinz Pi. Also das finde ich spannend, dass die da mitgewirkt haben. Habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Und dann haben wir hier nochmal Exit zu lesen, hinter dem Booklet. Stecken wir das Booklet und den Tourflyer wieder rein. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, in dunkelgrau gehalten mit schwarzem AC und Exit in weiß. Klassisch in Silber, dahinter schwarz. Und dann haben wir auch die Instrumental Disc mit dabei. Auch wenn ich sie gerade doch rausbekomme. Exit Instrumental, auch hier wieder AC zu lesen. Und wieder die Rückseite schwarz. So. Dann haben wir die drei Sticker. Einmal diesen Exit-Sticker im Querformat in Schwarz und Weiß gehalten, rechteckig. Dann diesen kreisförmigen Sticker mit AC, ebenfalls Schwarz und Weiß. Und dann noch das Cover als quadratischen Sticker. Gut, dann kommen wir zu der Figur, zu der Actionfigur. Und da war es ja so, dass das absolut zufällig war. Also es war auf den Boxen nicht erkennbar, was für eine Figur man erwischt. Und es gab eben von allen drei Mitgliedern von Apecrime eine so eine Figur. Ich habe in diesem Fall die Figur von André, aber es gab natürlich auch von den beiden anderen, von Cengiz und Jan, jeweils eine Figur. Apecrime lesen wir hier vorne. AC auf der Seite. Let's Rocket 3D Innovation GmbH. Okay, also das ist wohl das Unternehmen, das diese Figur hergestellt hat. Apecrime, Cengiz, André, Jan. Gut, diese kleine Box ebenso gestaltet wie auch schon die große Box. Also in diesem Schwarz und Neongrün. Schauen wir uns mal die Figur an. Also es erinnert stark an diese Superhelden, Marvel, DC Actionfiguren. Die kommen ja auch in solchen Packungen dann. Sind dann oftmals noch verschweißt. Hier haben wir vorne so ein Plastik, eben das Sichtfenster. Und dann haben wir hier noch so einen Rahmen, so eine Form, in der die Figur hier gelegt wurde. So, und schauen wir mal, ob wir sie rausbekommen. Ist irgendwie nicht so einfach. Ah, klar. Dürfte hier hinten noch festgemacht sein. So, jetzt machen wir mal diese Halterung hier raus. Aber jetzt, so sieht das dann aus. Wir haben hier einen der drei als Actionfigur. Schön gestaltet. Also man sieht hier den Bart, die Augen. Das ist wirklich schöne Detailarbeit. Die Falten der Hose, der Jacke, die Schuhe. Also da kann man echt nichts dagegen sagen. Schön gemacht, sogar hier das Handtattoo auf der Hand, auf der Handrückenseite. Sogar dieses wurde hier umgesetzt. Also von der Detailarbeit echt eine schöne Sache. Kann zu den anderen zwei Figuren jetzt wenig sagen, aber ich schätze mal, dass die ähnliche Qualität oder ähnlich gestaltet wurden. Da kann man echt nicht meckern. Also da hat die Firma Star XS gute Arbeit geleistet. Die Halterung werfe ich mal weg. Wir machen die Figur wieder rein. Und für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt nur eine, aber ich möchte die beiden anderen und möchte jetzt nicht irgendwie wahllos Boxen kaufen, die ich alle drei zusammen habe. Meines Wissens gibt es diese Figuren auch in dem Online-Shop von Apecrime. Ich glaube, dort kann man die Figur noch einzeln kaufen. Keine Ahnung, wie viel die kosten, aber dort gibt es sie auf jeden Fall einzeln. Ja, es ist ein klassischer Fall von YouTuber machen Musik oder YouTuber versuchen sich als Rapper. Ich muss ehrlich sagen, in den meisten Fällen sind solche YouTube-Rapper nicht ganz so mein Fall. Egal, ob das jetzt ein
Lion T, ein Leon Mascher, ein KS Freak oder in dem Fall Ape Crime ist, ist nicht ganz so mein Fall. Natürlich steht es jedem frei, Musik zu machen, sich auszuprobieren. Dementsprechend werde ich es wohl kaum verbieten oder irgendwelchen Leuten übel nehmen. Die Box ist schön gemacht. Wir haben hier diese Actionfigur in dieser Plastikhülle, in diesem kleinen Karton. Das Album an sich im Digipack inklusive Instrumentals und diese drei Sticker. Das alles in dieser wunderbaren Box Exit von Ape Crime. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ape Crime unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.